Der rechte Ring war nicht erweislich, fast so unerweislich, als uns jetzt der rechte Glaube. Wir, die auf die Gemeinsamkeit setzen, müssen stärker sein als jene, die auf das Aufhetzen setzen. Einer wie ich erstickt an jedem Lauf und ganz Paris tobt unter seiner Haut. Die singen oh la la. Wir hoffen hier einen wunderschönen Ball in einem traumhaften Ambiente zu feiern. Ich finde es einen Skandal, dass diejenigen, die für Repressionen in ganz Europa sorgen, dass diejenigen heute in einem der repräsentativsten Räume der Republik tanzen dürfen. Wenn man nur die Namen bei den Parolen ändern würde, dann käme man auf die gleichen Parolen, wie sie 1938 von anderen Nichtdemokraten gebraucht wurden. Zur Ausübung ihres verfassungsrechtlich garantierten Grundrechts auf Versammlungsfreiheit steht es Ihnen frei, sich den sonstigen angezeigten Versammlungen anzuschließen. Nein, bitte, das ist ja lächerlich. Filmen Sie mal in die Richtung, das machen Sie jetzt natürlich bewusst nicht, das sind ein paar Handeln und dann wir. Zum Blödsinn. Die Hypoalpe Adria wird 1896 als Landeshypothekenanstalt gegründet. Die Hypo hat schon 2004, also schon 2 Jahre vorher, riesige Verluste mit Spekulationen gemacht. 328 Millionen gehen verloren. Ich war 20 Jahre alt und habe mich selbst infiziert. Ich war einer der allerersten in Österreich und ich weiß nicht, warum ich hier stehe, so gesund, habe so viele Freunde verloren. Die Erpressung hat also nicht funktioniert. Die Griechen haben Ochi Nein gesagt, trotzdem, dass die EZB ihnen die Banken zugedreht hat und sie auf eine 60-Euro-Tagesration gesetzt hat. Es ist so, wie ich in das Glas reinfülle. Es geht so viel rein, bis es übergeht. Die erste Nacht war sehr kalt. Du kannst dich gerne mal draußen bei normalem Wind 2 Stunden mal einfach nur draußen in den Garten oder auf den Balkon legen. Da wirst du sehen, wie kalt es wirklich ist, wenn du nur die Sachen anhast, die du an deinem Körper trägst. Von unserer Seite Bereitschaft zu mehr Offenheit, zu mehr Hilfeleistung, zum Teilen, zum Investieren. Nein, das ist ein Wählerauftrag, ein verkrustetes System zu ändern. Hey, wir wollen die Kaste sehen. Oh, 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 oh. Hey, unser Leben ist so leer.
Es ist ein Wahlergebnis, mit dem man gut arbeiten kann und wir haben Möglichkeiten für eine stabile Regierungsbildung weit abseits der FPÖ. Wir werden noch schon sehen, nur wenn Sie das anschauen, eine größere Not, so sage ich mir, ich weinte, dass ich keine Schuhe hatte, aber nur so lange, bis ich einen sah, der keine Füße hatte. Es hängt alles davon ab, wie viele Menschen von der slowenischen Seite her gerade drängen. Die Sehnsucht nach einem Grenzübertritt ist sehr groß. Eine Polarisierung in der Politik, in der Gesellschaft. Das ist genau das, was die Dschihadisten wollen. Das ist eine Spaltung innerhalb unserer Gesellschaft. Wir kochen mindestens 150 Kilo Reis mit 80 bis 90 Kilo Linsen für die Flüchtlinge. Ich helfe, weil ich es notwendig finde, dass man den jungen Leuten Deutsch beibringt, damit sie sich integrieren können. Und meine Erfahrung ist, sie sind alle sehr wissbegierig, sie wollen lernen und das macht mir eben Freude und deswegen hilft es. Und damit es so immer dramatischer geworden ist und wenn man gehört hat, dass so viele unbegleitete Kinder und Jugendliche da sind, habe ich immer gedacht, man sollte schauen, ob man nicht jemandem so etwas Ähnliches wie familiäre Wärme geben kann. Und dann kam der Aschkan. Und dann haben wir gesagt, ja, den wollen wir gerne bei uns haben.